Schönen guten Abend. Ich möchte heute auch mal wieder was sagen. Ich möchte heute mal an die Atombombenangriffe in Hiroshima und Nagasaki erinnern, die ja sich letzte Woche gelehrt haben. Am 6. war der erste Abwurf, am 9. war der zweite Abwurf. Beim ersten Abwurf sind auf einen Schlag über 100.000 Leute gestorben. Des Weiteren im Verlauf des Jahres sind weitere 130 an den Folgen dieses Atombombenabwurfs gestorben. Und das war viel Leid und Elend für die Bevölkerung dort. Und wenn wir heute sehen, was heute in der Welt passiert, wie heute wieder gedroht wird mit Atomkrieg und solche Sachen, da müssen wir hier stehen, aufstehen und sagen, nein, mit uns nicht. Wir lassen das mit uns nicht machen. Wir stehen hier für den Frieden. Wir stehen hier für Frieden, Freundschaft und Völkerverständigung und nicht für Krieg und die Kriegstreiber. Das muss ich mal hier ganz klar sagen. Denn es ist schon wieder 5:12 und wenn das mit der Amerika und Korea so weitergeht, dann haben wir bald, und diese Waffen, die haben ja eine unheimlich größere Kraft als die Bomben damals. Und die machen ja nicht vor keine Grenze Halt. Und wir löschen mit Kontinente, können wir damit auslöschen. Und deshalb müssen wir endlich mal aufstehen und sagen, wir sind für den Frieden und wir wollen den Frieden und nichts wie den Frieden. Freiheit! Freiheit! Friede! Erst ist der Friede. Ohne Friede keine Freiheit. Und dann können wir über alles andere reden. Aber erst brauchen wir den Frieden. Okay. Der Frieden hat oberste Priorität. Und alles muss in Liebe geschehen. Immer in Liebe. Dann haben wir auch den Frieden in uns selbst und den Frieden mit der ganzen Welt. Danke.